Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von mir. Heute geht es für mich nach Ägypten, eine Woche lang Sonne, Strand und Meer, und ich freue mich sehr darauf. Aktuell hat es noch gut 32, 33 Grad in Hurghada, wo wir hinfliegen, und ich freue mich einfach nur riesig. Und ja, das Wort Freude wird hier des Öfteren auftauchen. Ja, es ist Sonntag früh. Ich war gerade schon eine Runde mit Weasley unterwegs. Ich werde jetzt meinen Koffer packen. Ich ja, finde das bei anderen immer nicht so spannend. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht das Kofferpacken groß mitfilmen, aber vielleicht so ein vorher leerer Koffer, nachher gepackt. Und ich ja, bin mega gespannt. Ich fliege zum 8., 9., ja, 10. Mal nach Ägypten. Seit 2000 regelmäßig dort. Das letzte Mal, ja, im Grunde zur gleichen Zeit vor 2 Jahren. Ja, diesmal wieder an einen Ort, an dem ich 2000 schon mal war, allerdings in ein anderes Hotel. Ich freue mich sehr darauf, und ich bin auch in Begleitung, und wir haben auch ein bisschen was geplant. Auf jeden Fall so einen Boot-Schnorchelausflug. Wir wollen nach Luxor, und das werde ich euch natürlich hier auch zeigen. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie kann man denn 8, 9 Mal ins gleiche Land fliegen? Ich liebe Ägypten sehr. Also ich mag. Ja, ich mag das Land, ich mag die Wärme, ich mag das Meer, ich mag Schnorcheln, ich mag einfach so dieser leichte Wind, der da herrscht. Ich mag auch die Menschen, also zumindest denen ich immer begegnet bin. Ich mag die Kultur, mich zieht es immer wieder dahin. Und vielleicht, wer weiß, war ich in meinem früheren Leben ja mal eine ägyptische Prinzessin. Und ich finde es tatsächlich schön, an gewohnte Orte zu kommen. Ich bin natürlich auch jemand, der gern was Neues entdeckt. Aber ich glaube, so meiner etwas hochsensiblen Seite liegt es ganz gut zu wissen, okay, hier kenne ich mich irgendwie schon aus. Es ist nicht alles komplett neu. Ich weiß, was mich erwartet. So irgendwie. Und ich freue mich da wirklich sehr. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund. Ich war, glaube ich, nein, ich war in keinem Hotel jemals doppelt. Und jetzt eben mal an einem Ort vor über 20 Jahren. Bin ich sehr gespannt, wie der sich entwickelt hat, verändert hat. Und wir wollen eben auch nach Luxor, nach Theben, ins Tal der Könige. Hatschepsut-Tempel. Wir wollen nach Karnak, und das ist ja so ein ganz magischer Ort. Mal sehen, ob mich die Magie diesmal wieder einholt, und ich freue mich darauf. Ja, ich freue mich. Und ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit und zeige euch jetzt, was in den Koffer kommt, was, also so dann am Ende, welche Bücher ich ausgewählt habe, und so ein bisschen, was kann ich zeigen. Aber jetzt den kompletten Kofferpackprozess, das finde ich einfach ein bisschen unspannend, weil wir wollen ja auch in diesem Vlog was von Ägypten sehen. Und dementsprechend starte ich jetzt mal mit dem Kofferpacken und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Vlog. Der Koffer ist fast leer. Weasley schaut genau zu, was passiert. Hier sind schon die Flipflops drin und die Abendschuhe. Hier ist schon die Käppi. Hier habe ich ein Spiel, und hier drüben liegt so ein bisschen Rest. Weasley muss leider zu Hause bleiben, aber ja, jetzt starten wir mal mit dem Packen. Hier haben wir jetzt schon mal die Buchauswahl. Einmal, es geht nach Ägypten, dementsprechend auch mit einem Buch. Es wird piratig, und ich nehme tatsächlich was Asiatisches mit. Ich bin sehr gespannt, es ist nicht ganz so dick, deswegen darf es auch mit. Ich glaube, es ist eine ganz gute Auswahl. Natürlich ist auch der E-Book-Reader dabei, und ich habe mir auch für einen Monat BookBeat geholt und auch da 4 Hörbücher runtergeladen, aber so als haptische Bücher in der Hoffnung, dass zumindest diese beiden ein Highlight werden. Hier wäre schön, wenn es eins wird, aber da würde ich aber sagen, wenn es mich gut unterhält, reicht es. Aber das sind tatsächlich so Highlight-Kandidaten, wo ich denke, ja, das könnte gut klappen, und deswegen dürfen die auch mit. Das beschreibt meinen Gemütszustand beim Kofferpacken, glaube ich, ganz gut. Erstmal alles wumm hin, und das muss jetzt alles da rein. Ach, ich bin kein Freund von Kofferpacken. Nein, nein, nein. Ein paar Minuten später, so leichte Verzweiflung machte sich auf. Ja, ist der Koffer gepackt? Ihr seht, einmal darf Ariel mit und einmal Tigger. Nachthemd liegt ganz oben. Das ist das Erste, was wir brauchen, wenn wir in der Nacht ankommen. Gefolgt von der Strandtasche, wo auch die Badesachen und Schnorchelsachen drin sind. Und auch so ein extra Handtuch. Das finde ich immer ganz schön, damit man, wenn man das eine Strandtuch angenässt hat, sozusagen, dass man dann einfach auf was Trockenem sitzt. Ja, es hat so grob eigentlich alles ganz gut reingepasst. Ich vermisse eine Hose, eine schwarze, kürzere Hose, aber keine Ahnung, wo die jetzt sein könnte. Eigentlich sind alle Sommerklamotten gewaschen. Ja, aber es ist manchmal, wie es ist. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich nehme einfach eine andere mit. Gibt ja Schlimmeres. Und ja, ich glaube, ich bin soweit fertig. Ich habe hoffentlich nichts vergessen.
Als nächstes kommt das Handgepäck dran, was aber dank des kurzen Fluges, meins sind ja nur so 4,5 Stunden, da ist nicht so viel dabei, nur ein bisschen Technikkram. Ja, ist schon schön, wenn man das jetzt fertig gepackt hat. Ja, ich glaube, ich bin zufrieden. Nach dem Kofferpacken kommt das Handgepäck. Das ist aber zum Glück viel, viel, viel übersichtlicher. Ja, das alles kommt rein. Mein Bullet Journal mit Stiften, meine 2 Geldbeutel. Ich teile tatsächlich mein Reisegeld immer ganz gerne auf. Und gerade der kleine Geldbeutel ist dann auch für innerhalb des Hotels. Und wenn man unterwegs ist, ganz praktisch. Natürlich Ausweis und Tickets. Dann eine Kosmetiktasche, in die ich immer meine Technik packe. Meine großen Noise-Canceling-Kopfhörer, der E-Book-Reader, die Powerbank, die kleinen Kopfhörer. Dann eigentlich das Kabel gehört zu den Kopfhörern. Dann meine Brille, die ich auf jeden Fall zwischendurch mal brauche oder spätestens, wenn wir dann ankommen. Und ja, dann ein bisschen an Flüssigkeiten. Ja, so ein Hygienehandgel, Nasenspray für den Flug. Gerade so für die Landung, ha, da zieht es immer mal ein bisschen, das hilft ganz gut. Dann natürlich ein Labello und eine Handcreme. Mehr habe ich da auch gar nicht dabei, weil Kontaktlinsen lasse ich ja die ganze Zeit eigentlich drin und wechsle das dann erst im Hotel. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Übersicht raus für Theben. Das kommt noch ins Bullet Journal. Ja, das ist dann das übersichtliche Handgepäck. Natürlich auch das Handy, was ihr hier seht. Und ja, ich glaube, noch ein paar Taschentücher werde ich einpacken. Und das ist es dann auch schon gewesen. Im Bullet Journal selbst habe ich zum Beispiel auch Notfalltelefonnummern, also von zu Hause, ja, wie auch immer, Handynummern. Sollte irgendwie mit dem Handy was passieren, dass man zumindest Telefonnummern hätte. Und ja, das packe ich jetzt mal alles in den Rucksack. Stündiger Verspätung sind wir in Hurghada gelandet. Die Verspätung, ja, lag an einem Defekt am Flugzeug und das musste in Ägypten noch vorher repariert werden, bevor sich die Maschine dann auf unseren Weg gemacht hat. Ja, angekommen im Hotel Menaville habe ich euch ein paar Eindrücke hier abgefilmt vom Weg, von den Wolken, vom Morgen. Also wir sind hier gut um 7:30 auch schon unterwegs, deswegen auch noch so wenige Menschen. Auch der Outdoor-Essensbereich, was soll ich sagen, mir hat die Anlage sehr gut gefallen. Also es war sehr grün, es war wirklich sehr sauber. Sie ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das sieht man an mancher Stelle auch. Aber der Strand war wirklich großräumig, war wunderbar einlaufbar, wirklich wunderbarster Sandstrand. Alles weich zum Reinlaufen und ja, man steht wirklich gefühlt eigentlich sehr, sehr lange hüfttief im Wasser. Richtig, richtig schön. Die Zimmer habe ich noch, bevor wir überhaupt ausgepackt haben, kurz abgefilmt. Ja, wir hatten ein Doppelzimmer, ich glaube auch eine Suite, wenn man so möchte, mit Meerblick und es sind ja große Betten gewesen. Fand ich ganz okay, waren sehr, sehr hart. Wir haben eigentlich Meerblick, aber ja, was soll ich sagen, der war nicht ganz so gut. Das Bad war relativ groß, auch was ich in Ägypten schon gesehen habe. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man eine Badewanne hat, aber sonst war das auch alles sauber, sehr schön. Wir haben einen großen Balkon, wo wir wirklich wunderbarst sitzen konnten und ja, das ist dann hier der Meerblick, der schon eher semi war und eher ein Poolblick, aber ja, es war absolut ausreichend.
Nachmittag ging es für uns dann nach Hurghada, denn ja, diese Städtereise war sozusagen mit dabei, wenn man etwas anderes gebucht hat, wozu ich dann später komme. Ja, ich war vor zig Jahren schon mal in Hurghada. Es ist wahnsinnig gewachsen. Es sind wirklich wahnsinnig hohe Häuser geworden. Ich kann mich da von vor 20 Jahren nicht so dran erinnern, dass das schon so groß war. Sehr touristisch ist, auch bei allem, was wir hier gesehen haben, an Läden, an Geschäften. Also war wirklich überraschend, auch wie viel Werbeplakate es gegeben hat und natürlich auch der Dreck ist nicht zu unterschätzen, wie ich finde, aber so ist das wohl einfach in größeren Städten und Hurghada ist ja touristisch gesehen auch wirklich eine mit der größten Städte. Wir sind in der Marina-Promenade entlang gelaufen, wo es diese schönen bunten Häuser gibt. Da ist abends auch immer relativ viel los. Man kann da auch sehr gut essen und hat direkt auch den Hafen auf der rechten Seite. Dann waren wir auch in einer Papyrus-Fabrik, die einfach optisch von außen richtig schöne Figuren hat und ich bin ja so ein Horus-Fan, von daher habe ich ihn hier mit eingefangen. Dann gibt es auch die spektakuläre Aussicht ja, mit der ganzen Stadtpromenade und eben diesem kleinen Strandabschnitt, der uns wahnsinnig gut gefallen hat, wo es dann doch ein bisschen einheimischer ist. Und dann ging es zur Elmina-Moschee, die, glaube ich, 2012 erbaut wurde. Und nicht nur von außen fand ich sie sehr schön, sondern dann auch, wenn man wirklich in den inneren Bereich gegangen ist. Und das durften wir tatsächlich auch. Also es gab direkt dann auch einen Eingang für Touristen und man durfte dort auch filmen, was ich ja hier mit getan habe. Allerdings hier der Hinweis, dass Frauen sich eben auch bedecken müssen, also auch mit einer Kopfbedeckung. Und hier seht ihr dann, wie interessant ich dabei ausgesehen habe. Muss man Hurghada gesehen haben? Nein, aber ich glaube, bei einem ersten Besuch oder wenn man abends eben einfach ein bisschen schlendern, bummeln, einkaufen möchte, dann ist das auf jeden Fall die richtige Adresse. Wir uns um 5 Uhr morgens auf den Weg nach Luxor, was circa 4,5 bis 5 Stunden von Hurghada entfernt ist. Ich bin bereits zum dritten Mal dorthin gereist und finde es kulturell wirklich mit am schönsten. Ja, anfänglich ist man noch viel in der Wüste unterwegs, sieht hier auch wunderbar die Sonne aufgehen. Umso näher man dem Nil kommt, umso grüner wird es. Und es ist ein richtig schöner, runder Ausflug, den ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Besonders auch in die Nähe des Nils, wo dann alles blüht, alles grün ist und man die Wüste irgendwie hinter sich lässt. Das ist so schön, wenn es sich langsam einschleicht und man wirklich auch so ein bisschen dieses tropische Gefühl bekommt, obwohl ja die Luftfeuchtigkeit nicht sehr hoch ist. Begonnen haben wir dann am Karnak-Tempel. Das ist der größte Tempel, die größte Tempelanlage in Ägypten. Circa 2,5 Kilometer von Luxor selbst entfernt, liegt am östlichen Nilufer. Und die ältesten heute noch sichtbaren Baureste stammen aus der 12. Dynastie. Die hat gehalten bis in die römische Kaiserzeit. Es wurde immer wieder erweitert, immer wieder umgebaut. Ist auch ein Weltkulturerbe der UNESCO. Und es wird auch nach wie vor restauriert. Und man hat hier wirklich einen wunderbaren Eindruck, wie groß das alles mal gewesen sein muss. Ein ägyptischer Tempel baut sich in der Regel immer sehr ähnlich auf. Das kann man hier auch wunderbar sehen. Ich finde es großartig und magisch. Das ist wirklich für mich ein Ort, der Hallo und herzlich willkommen ruft, wo ich wirklich die Kraft spüre, dieses Magische, auch wenn man hier dann den Obelisken der Hatschepsut sieht und daneben das ihres Mannes und verschiedenste Figuren und man merkt einfach, wie hier für die Ewigkeit gebaut wurde. Also wenn man bedenkt, wie alt diese Anlage ist, wie alt diese Bauten sind und man kann heute noch erkennen,
Selbst wenn manches etwas kaputt ist und ja reparaturwürdig wäre, sieht man, wie toll es ist. Und man sieht hier auch, wie einst diese Mauer von Karnak aufgebaut wurde. Und man kann natürlich nur mutmaßen, wie das alles funktioniert hat, aber für manche Dinge hat man eine Lösung. Und auch hier, wenn man in der Allee der Widder entlangläuft, man spürt förmlich die Kraft dieses wunderbaren Ortes und warum hier eine Tempelanlage ist. Dann haben wir hier das Nilufer. Als wir eine Mittagspause gemacht haben, fand ich auch richtig schön, richtig erholsam, so ein bisschen von dem Trubel einfach sich das hier mal ein bisschen genießen und Luft holen, das fand ich richtig schön. Und dann ging es auch schon weiter ins Tal der Könige, was hier im Hintergrund eingebaut ist und auch das, ach, ich bin da immer wieder fasziniert, was die Bauherren, die Handwerker hier geleistet haben, als sie eben wirklich Gräber in diese Hügel, in diese Berge gehauen haben. Was muss das für eine Arbeit gewesen sein? Es war wahnsinnig heiß. Wir hatten über 40 Grad. Es war wirklich mehr als irre, ja, muss ich so sagen. Es ist wirklich die Nekropole im alten Ägypten, wo ganz viele Pharaonen ja im Grunde sich haben beerdigen lassen. Und man sieht hier auch noch Farbe. Alles ist wunderbarst angemalt und ausgehöhlt und dann farbig bemalt. Und man hat hier mittlerweile wirklich Wege, auf denen man in die Gräber hineinlaufen kann. Und es hat natürlich schon etwas Gruseliges, wenn man dann auch wirklich noch einen Sarkophag findet. Und es ist immer wieder, also ja, mir fehlen da immer wieder die Worte. Ich stehe da wirklich davor und denke mir, wie alt ist das und wer war hier schon, wer hat sich das angesehen und wie groß ist das alles und was müssen die damals wirklich geglaubt haben, damit sie eine Motivation hatten, sich hier ein Grab für die Ewigkeit zu bauen. Und anders als oftmals gesagt, waren es hier keine Sklaven, die gearbeitet haben, sondern Menschen, die das eben zum Beruf hatten und hier gerne für ihren König, für ihren Pharao etwas gebaut haben. Im Grab von Tutanchamun waren wir nicht. Das hätte nochmal 20 Euro extra gekostet. Wir durften aber mit unserem Ticket in 3 Gräber reingehen und ich sage euch, nutzt es aus. Es rotiert wohl immer wieder, aber jedes Grab hat wirklich seine Highlights. Und dann ging es auch schon weiter und zwar zum Tempel, Totentempel der Hatschepsut, und zwar sie war eine Pharaonin aus der 18. Dynastie und auch hier sind wir eben in der Nähe des Niles und wir haben eine sehr eigenwillige Architektur, die sie hier durchgesetzt hat, alleine auch mit diesen Pylonen und wirklich diesen offenen Hallen, die wir hier haben, die auch an der Terrasse anfangen, richtig toll. Es ist alles aus Kalkstein und es ist den Göttern Hathor und Amun-Re gewidmet und wir haben natürlich auch ein bisschen Horus hier in der Nähe und Anubis und Amun und es ist wirklich ein Totentempel, der auch für die Ewigkeit gebaut ist. Richtig, richtig toll. Und dann, ja, das Letzte, was wir uns angesehen haben, waren dann die Memnon-Kolosse, die ich immer wieder beeindruckend finde, die aus der 18. Dynastie sind und die eigentlich etwas beschützen, nämlich die Vergangenheit sozusagen des Amenophis. Das sind hier Pylonen und wenn man sich die Größe hier mal anschaut, ist das wirklich verrückt. Wie groß sie hier wirklich sind, weil man muss sich vorstellen, dass oben auf eigentlich nochmal so fast die gleiche Größe an Krone kommt. Also beeindruckende Bauwerke für die Ewigkeit, einfach faszinierend und ich bin immer wieder gefesselt. Dem letzten Strandtag am Samstag ging es am Sonntag auch wieder zurück. Diesmal zum Glück ohne weitere Verspätungen. Und es ist einfach etwas Wunderbares am Flughafen, die Flugzeuge abheben zu sehen oder auch ankommen zu sehen. Ich finde das immer etwas ganz Schönes. Da bin ich wirklich wie so ein 5-jähriges Kind, was sich freut. Sehr cool fand ich es diesmal, dass wir wirklich gesehen haben, wie im Grunde unser Flieger angekommen ist, wie Koffer ausgeladen wurden, eingeladen wurden, wann dann auch unser Boarding begonnen hat. Also richtig faszinierend. Ja, sonst fliege ich gefühlt immer nur, wenn es dunkel ist. Da sehe ich sowas nicht. Aber hier hatten wir nachmittags einen Flug und es war richtig schön. Auch das Abheben dann richtig toll. Ich liebe es, von oben nach unten zu sehen, über den Wolken zu sein. Und das hat etwas ganz Besonderes. Ohne, dass ich verstehe, wie wir tatsächlich fliegen können,
muss man ganz klar sagen, es ist, leuchtet mir nicht immer ein, aber es war wirklich wunderbar. Wir hatten keine Turbulenzen, alles lief super und ich habe Hörbuch genossen und E-Book genossen und habe wirklich auch die Flugzeit dann sehr gut geschafft und ich fliege einfach wahnsinnig gerne und wenn es nach mir ginge, ja, würde ich viel öfter, viel mehr fliegen und ja, mir ist der Umweltaspekt natürlich bekannt, aber ich genieße das wirklich sehr und so auch dann, ja, leider schon den Heimflug. So, nun beim Koffer auspacken dachte ich, sag ich mal so langsam Tschüss. Und ja, sehe irgendwie relativ blass in diesem Licht aus. Also ich brauche hier eine andere Leuchte in meinem Schlafzimmer. Ja, ich bin hier fleißig von fleißigen Helfern umgeben. Weasley und Sam helfen auf jeden Fall sehr tüchtig mit, dass der Koffer jetzt von allen Klamotten und ja, Souvenirs befreit wird. Ich habe Gewürze dabei, Tee dabei. Ich habe mir Figuren mitgekauft und ja, freue mich sehr. Zu den Büchern werde ich natürlich auf jeden Fall was im Büchermonat dann sagen. Und es ist ja auch ein Neuzugang sozusagen mitgekommen. Den werdet ihr dann natürlich auch in den Neuzugängen sehen, was ja einfach mit der Verspätung zu tun hatte. Ich hoffe, euch hat das hier so ein bisschen mit den Voice-Overs gefallen. Also ich ja, hatte wirklich irgendwie im Urlaub nicht die, ja, ich weiß nicht, die Inspiration, die Muse zu sagen, so, ich spreche jetzt so in die Kamera. Ich habe versucht, ganz viel einzufangen, dass ich so ein bisschen was drüber sprechen kann. Ich hoffe, es hat auch mit den Infos diesmal gefallen, dass ich ein bisschen was zu Ägypten erzählt habe, zu den Ausflügen, was ich da toll fand, was ich sehenswert finde, was für mich wirklich auch ja, ein Highlight war. Ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat in dieser Art, weil ich mir das durchaus auch bei Städtetrips oder so, so ein bisschen in dieser Art ja, zukünftig auch vorstellen kann, dass man eben nicht mit der Kamera vorm Gesicht dann durch eine Stadt läuft und irgendwas entdeckt, sondern das so im Nachgang macht. Also lasst mir da gerne euer Feedback da. Also es war wirklich ein schöner Urlaub. Ich habe mich sehr gut erholt und entspannt. So die Nachrichten, die mich zu Hause so ein bisschen erreichten, was auf der Welt so los ist, ja, so semi, aber damit beschäftige ich mich heute am ersten Tag nach dem Urlaub nicht. Ich habe auch heute noch frei und ja, werde den Tag auf jeden Fall mit Koffer auspacken und ankommen und ja, auch mal ein bisschen in Ordnung bringen, sozusagen genießen und hoffe, ja, dass mich der Vlog auch immer mal wieder an diesen Urlaub erinnert. Bin sowieso ein Mensch, der sehr gerne zu Fotoalben, Fotos und so weiter greift und ich habe auch privat durchaus Urlaubsvideos, die ich mir früher schon immer geschnitten habe, mit Musik unterlegt und so. Also nichts, was zum Hochladen irgendwie wäre, aber wo man dann einfach mal so ein bisschen guckt und sagt, okay, ich habe hier ein ganzes Jahr irgendwie in einem Video und das finde ich tatsächlich immer ganz schön so als, ja, vielleicht auch als Inspiration oder wenn man jemandem ein Geschenk machen möchte, es muss gar nichts Großes sein, sondern einfach so ein paar Erlebnisse, die man zusammen vielleicht in einem Jahr hatte oder sowas und ja, das habe ich auf jeden Fall sehr gerne. Ja, ich werde jetzt auspacken, Katz und Hund bespaßen, Family bespaßen, ein paar Audios beantworten, anhören. Da freue ich mich drauf, jetzt auch wieder von lieben Menschen zu hören und in den Austausch zu gehen. Und ja, dann einfach so sagen, okay, ganz langsam in die Woche starten. Und ja, ihr habt das Wochenende ja jetzt sozusagen noch vor euch. Ja, lasst mir gerne euer Feedback da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und hoffe, es war nicht zu viel an Informationen oder nicht zu wenig. Ich meine, klar, ne, das ist immer so eine Sache, wer möchte wie viel auch irgendwie von dem Land oder so erfahren. Aber es war jetzt mein 9. Mal, ich habe nachgerechnet in Ägypten und da kann man durchaus ein paar Erfahrungen mitgeben und ich hoffe, das ist mir auch gelungen. Und ja, jetzt genug der vielen Worte. Ich ja, danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen bei diesem wunderschönen Urlaub und ich hoffe auch schönen Vlog und habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi. Schaut, wem ich mitgebracht habe. Oh, die Katze. Nein, natürlich nicht. Aber Sam muss hier natürlich ein bisschen helfen.